Das passt ja. Wart ihr auch gerade in der Nähe, ne? Hi, Micky. Micky? Ja? Warte mal, gehst du nach rechts? Alles klar. Gehst du nach links? Ö? Gehst du nach links? Ich geh rechts rum. Bora, guck mal her, hier liegt ein Megafon auf der Erde. Ist die Tür auf? Nein, da ist zu. Ach du meine Güte, eine Verletzte. Oh. Hallo, die Polizei ist hier. Hallo, wer sind Sie? Was ist passiert? Hallo, die Polizei. Können Sie mich verstehen? Können Sie mich? Rufst du den noch mal an? Den Wagen habe ich schon bestellt, aber frag noch mal nach. Stark brennende Platzwunde. Geht's Ihnen? Können Sie aufstehen? Möchten Sie sich hinsetzen? Schaffen Sie das? Ja. Die verstehen mich, ja? Ja. Also wie gesagt, Polizei ist da, alles wird gut. Jetzt versuchen Sie uns doch mal zu sagen, was hier passiert ist. Ich habe mich gerade... Vorsichtig, hier alles von der Blut. Ich bin umgezogen. Ich bin hier Lehrerin. Ja, dann ist plötzlich das Licht ausgegangen. Warte mal, ich komme zu Ihnen. Haben Sie uns angerufen? Ja, ich konnte gerade noch, ich hatte gerade mein Handy in der Hand und konnte gerade noch 110 wählen. War plötzlich so laut und irgendjemand hat geschrien und dann hat er mich von hinten angepackt und es war dunkel und... Und dann sind Sie gestürzt dann, oder wissen Sie das nicht mehr genau? Ich mich nicht mehr erinnern. Wissen Sie, wer das gewesen ist? Nein. Da der Täter durch ein Megafon gesprochen hat, konnte das Opfer seine Stimme nicht identifizieren. Die Kripo-Kommissare richten ihre Ermittlungen daher zunächst auf den Notruf. Das Handy, von dem Sie gerade sprachen, wo ist das? Waren Sie Ihr Handy? Ich weiß nicht, das ist mir, glaube ich, irgendwo aus der Hand gefallen. Ich konnte gerade noch wählen und dann hat er mich hingeschleudert. Ist das Ihre Tasche da, die blaue? Hier ist das Handy. Hans, ich habe das Handy. Alles klar. Die verletzte Person sagte ja dann auch, dass sie einen Notruf abgesetzt habe. Das hat sie wohl noch irgendwie hingekriegt. Ich weiß nicht, wie das noch geklappt hat. Das war gut, dass es geklappt hat. Und dieser Notruf wird natürlich bei uns gespeichert für einen gewissen Zeitraum. Wir erhoffen uns vom Abhören dieses Notrufs dann auch noch weitere Einzelheiten. So, ihr habt das ja soweit hier im Griff. Ich nehme an, ihr nehmt sie gleich mit zum Rettungswagen. Ne? Genau, man erst versorgen, hier gehen, dann raus zum Rettungswagen, machen da die komplette Behandlung. Okay. Wer ist das? Was ist denn mit Ihnen passiert? Wer sind Sie? Ich bin eine Mutter von einer Mitschülerin und das ist die Frau Pütsch, die Sportlehrerin. Wir sind Bora Aksu von der Kriminalpolizei. Frönnberger Kripo. Oder kann das nicht wahr sein? Also haben Sie meine Tochter irgendwo vielleicht gesehen? Nein, wir versuchen gerade zu klären, was hier passiert ist. Können Sie uns irgendetwas sagen? Gar nichts. Also ich bin mit meiner Tochter eigentlich zum Eisessen verabredet, aber sie ist nicht aufgetaucht und das Fahrrad steht jetzt auch das noch. Das ist das Fahrrad ihrer Tochter hier, ja, vor der Tür? Genau. Okay. Ja, wir schauen uns am besten gleich nochmal in der Hallung. Ja. Bleibst du bitte hier? Ich bleib hier bei das Megafon, was da liegt. Kannst du das auch gerade mal sicherstellen, wenn du gerade die Tüte dabei hast? Ja. Komm mal bitte mit. Wir sind in der Halle, ne? Ja. Die Kripo-Kommissare vermuten, dass auch die vermisste Schülerin dem Täter zum Opfer gefallen ist. Und tatsächlich bestätigt sich diese Befürchtung nur wenig später. Hier ist auch nichts. Moment mal, ich glaube, das könnte die Tasche sein von meiner Tochter. Da oben die rote. Ja. Sind Sie sich sicher, dass das die Tasche von ihr ist? Oh ja, da. Das ist die? Das ist die Tasche. Gut. Dann mal erstmal hier. Lydia? Hier ist safe. Lydia! Ach, hier. Was ist das? Die Polizei. Lydia! Ist das Ihre Tochter, ja? Lydia, was hast du? Was ist passiert? Gehen Sie da nicht so sehr mit den Fingern dran. Ganz anders. Mama, Sie was passiert? Sie heißen Lydia. Lydia. Wir sind von der Kriminalpolizei. Können Sie uns sagen, was hier passiert ist? Ja, ich wollte meine Sporttasche holen. Ich bin da so die Treppen hochgegangen und als ich hier war, auf einmal kam jemand auf mich zu und hat mich hier hingeprügelt. Von da bis hier hingeprügelt? Ja. Wer ist das gewesen? Ich weiß nicht, ob ihr nie sehen könnt. Das ist aber doch ein langes Stück, dann müssen Sie noch mal irgendwie gesehen. Wenigstens ganz kurz? Nein, gar nichts. Wirklich nicht. Die junge Dame, die wir im Nachhinein gefunden haben, die konnte sich überhaupt gar nicht an den Täter erinnern. Die konnte uns auch keine Beschreibung liefern. Es ist schon so ein bisschen komisch, dass sie da 10, 12 Meter über den gesamten Gang, wie sie es gesagt, geschlagen und hingezerrt wurde. Und nicht mal ansatzweise sagen kann, um wen es sich da gehandelt hat. Also von der Statur her, ob es eine männliche oder weibliche Person gewesen ist. Frau Pütsch, können Sie sich mittlerweile an irgendetwas erinnern?
Also, jetzt, nachdem Sie jetzt ein paar Minuten Ruhe hatten, gibt es vielleicht irgendjemanden, der Ihnen was Böses möchte, vielleicht? Ich hab... Haben Sie mit irgendjemandem Stress gehabt, die letzten Tage oder Stunden? Ich hab in der letzten Woche ein paar SMS bekommen. Anonyme. Anonym. Nachrichten? Und Fotos, ja. Okay. Auf Ihrem Handy, womit Sie uns versucht haben anzurufen, auf was wir gerade gefunden auf haben. Auf meinem Handy, ja. Wenn Sie einverstanden sind, nehmen wir das mit, das können wir ja mal auswerten. Dürfen wir da mal reinschauen? Sind Sie damit einverstanden, dass wir uns die Inhalte Ihres Handys mal anschauen? Ja. Okay. Wissen Sie, von wem diese SMS bzw. diese Nachrichten gekommen sind? Die Nummer war unterdrückt. Ich habe versucht, zurückzurufen, aber es ging nicht. Ja gut, das können wir trotzdem feststellen. Aber irgendjemand muss Ihnen doch was Böses wollen. Haben Sie da vielleicht irgendjemanden, der Ihnen gerade so einfällt, mit dem Sie vielleicht ein bisschen Stress hatten in letzter Zeit? Niemanden, also... Überlegen Sie mal, da muss doch irgendjemand Ihnen was wollen. Es gab einen... Nee, das... Was? Nein. Ein wer? Nein, es gibt da niemanden. Es... An wen haben Sie denn gerade gedacht? Timo. Timo, okay. Gut, da kommen wir nochmal drauf zurück. Der Ex-Schüler wurde wegen seines Fehlverhaltens von der Schule verwiesen. Die Geschädigte glaubt allerdings nicht, dass er ihr die SMSen geschrieben hat. Bei der Überprüfung des Handys erkennen die Polizisten schnell, wie groß der Hass des Unbekannten auf die Lehrerin ist. Hier sind die Nachrichten, die sie meint. Glaubst du etwa, dass seine Aktion keine Folgen haben wird? Das kannst du gerne mit anderen machen, aber nicht mit mir. Ich würde mir das an deiner Stelle noch mal überlegen, bevor du es vielleicht bereust. Du kannst damit doch nicht... Du kannst damit doch nicht das ganze Leben versauen, nur wegen einer Meinungsverschiedenheit. Ich schwöre dir, dass ich dafür ein Exempel an dir statuieren werde. Das Einzige, was mich stoppt, ist die Rücknahme deines Beschlusses. Deines Beschlusses? Entschluss ist meint der wahrscheinlich. Ja, so Rechtschreibung ist jetzt auch nicht. Nee. Oh. Ui. Eine Guillotine. Ja. Ja. Das ist schon heftig mit ihrem Kopf, der da eingespeichert ist. So wie die es gesagt hat, ne? Oder hier, schau mal hier. Hängt am Kreuzgalgen. Oh, und eine Zielscheibe. Das wäre heftig. Wahnsinn. Ganz interessant ist hier, dass bei der Drohnennachricht als Absender unbekannte Nummer draufsteht. Normalerweise, wenn man Textnachrichten bekommt, ist diese dennoch mit einer Nummer hinterlegt. Es gibt über Internet diverse Möglichkeiten, Nachrichten zu schicken, ohne eine feste Nummer oder als Absender einen Text einzugeben. Wir müssen dem jetzt hinterhergehen und versuchen herauszufinden, wem diese Nachricht gehört oder beziehungsweise von wem diese gesendet wurde. So, dann fahren wir zurück. Fahren wir direkt zur Wache, ne? Die Sachen nehme ich mit. Ja. Die Tasche habt ihr? Du fährst ja. Ich habe hier auch die andere von der... Gut, wir nehmen die von der Lehrerin mit. Ihr könnt die andere ja nehmen. Alles klar. Die scheint jetzt erstmal... Bis gleich. Bis gleich. Da der Schüler das Opfer wegen des Schulverweises bedroht hat, lassen ihn die Kommissare auf die Wache bestellen. Um mehr über seinen Schreibstil zu erfahren, haben sie seine Klassenarbeiten von der Schulverwaltung angefordert. Im Telefonat mit dem Schulleiter erfährt Bora Aksu Details des Schulverweises. Entschuldigung, Kollegen. Herr Döckel sitzt nebenan zur erkennungsdienstlichen Behandlung. Ja. Ich habe euch übrigens die Klassenarbeit mitgebracht, die ihr angefordert habt. Die händigt der Kollege uns gerade aus, ja. Die werde ich jetzt mal ein bisschen vergleichen. Alles klar. Gehst du rüber? Aha. Danke. Die Schulen archivieren Klassenarbeiten der Schülerinnen und Schüler für einige Jahre. So auch in diesem Fall. Diese Klassenarbeit wurde ebenfalls aufbewahrt, zu unserem Glück. Wir vergleichen jetzt die Klassenarbeit, das heißt die Schriftzüge und die Grammatik, mit dem, was wir vom Handy sichergestellt haben. Und da erhoffe ich mir so einiges heraus. Okay, ja, das ist natürlich eine ganz interessante Info. Gut, sobald wir irgendwelche Fragen haben sollten, melden wir uns bei Ihnen. Sie sind noch erreichbar? Super, vielen Dank. Hans, ja. Pass mal auf. Dieser Junge, Bröckel, der ist von der Schule verwiesen worden aufgrund einer Klage von der Frau Pütz, von der Lehrerin. Der hat da wohl irgendwie Schwierigkeiten gemacht und sie hat sich dann halt bei der Schule beschwert, dann hat er ein Verfahren gekriegt und ist von der Schule verwiesen worden. Das kann aber dann nicht das erste Mal gewesen sein. Ja gut, offensichtlich nicht. Also die sagten mir jetzt gerade auch am Telefon, das war wohl ein ganz... Ja, ein schwieriger Junge, ein schwieriger Bursche etwas, hatte immer mal so ein bisschen Ärger am Hals, hat sich dann mit Lehrern angelegt, mit Schülern angelegt, aber letztendlich sei er von der Schule verwiesen worden aufgrund eines Falls, was mit ihr stattgefunden hat, wo sie mit involviert war und woraufhin sie sich beschwert hat.
Boah, ich sehe schon gerade zwei Übereinstimmungen hier. Okay. Einzigsten, das schreibt er da genauso wie hier. Guck mal mit dem SD. Ja. Dann da mit auseinander, das mit groß. Genau wie da. Ja. Das reicht mir schon fast. Nur noch was. Statuieren. Andere hat er auch geschrieben. Andere. Anderen. Andere. Anderen, das ist genau das Gleiche. Ja. Also das könnte natürlich passen. Hat immer noch eine 3 Minus. Also offensichtlich, gut. Offensichtlich scheint die Nachricht von ihm zu sein. Die Polizisten lassen den Schüler erkennungsdienstlich behandeln. Unterdessen konfrontieren sie die Lehrerin mit den neuen Indizien. Doch die will die Geschädigte nicht wahrhaben. Dass sie ungewollt die Tat hervorgerufen hat, ist für sie jetzt noch völlig unvorstellbar. Ja. Dann da mit auseinander und mit groß. Sehen Sie mal, das kann doch kein Zufall sein. Haben Sie den wirklich nicht gesehen währenddessen, dass da passiert ist? Ja. Wirklich, wenn ich jemanden gesehen hätte, dann würde ich sagen. Also ja, glaube ich ja auch. Aber wieso waren Sie denn so überzeugt, dass er es nicht gewesen sein kann? Das würde mich jetzt interessieren. Weil, naja, Schüler sind halt eben so. Die sagen dann Sachen und dann meinen sie es aber gar nicht so. Und der hat halt, in vielen Klassen hat er Probleme gemacht und jeder Lehrer hat sich mal beschwert über ihn. Und dann habe ich die letzte Beschwerde, hat eben das Fass zum Überlaufen gebracht. Also ich glaube einfach nicht, dass er mir was antun würde. Ich meine, Schüler, die prügeln sich ab und zu mal, das gehört mit dazu, aber... Das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Ja, deswegen glaube ich das. Hallo, Miele Bär. Ja. Ah. Hallo, Frau Pütz. Herr Bär. Wie geht's Ihnen? Es geht mir ganz gut. Alles klar. Ja. Das ist eine tolle Frau. Mit der gebrochenen Nase sieht sie immer noch toll aus. Okay. Wie geht's Ihnen denn erstmal? Also mir geht's besser. Und was haben die festgestellt, ja? Ja, also sie wurde mit 4 Stichen genäht am Kopf. Also war zum Glück nur eine Platzwunde. Ich würde sagen, den Schädelverletzung. Die... Ja. Würdest du keine Schöpfe, willst du dich verarschen? Ja. Was denkst du, wenn du hey, setz dich dahin! Hinsetzen! Setz dich dahin und gelangen sie gleich in der Zelle hier bei uns. Aber echt. Ich bin so weit durch. Ja. Halt den im Auge da. Kommst du klar? Ja. So sicher? Wir sind direkt da. Nehmen Sie bitte nochmal hier am Tisch Platz, ja? Geht mal da rein. Setzen Sie sich mal bitte dahin. Trotz der Aussage der Lehrerin haben die Beamten keinen Zweifel an der Schuld des Schülers. In der Vernehmung setzen sie ihn so unter Druck, dass er ungewollt einen entscheidenden Hinweis gibt. Wir haben mal eine Klassenarbeit von Ihnen heraussuchen lassen und haben mal Ihren Schriftverkehr und Ihre Grammatik ein wenig überprüft. Und sind dabei zu nehmen. Die ist im Allgemeinen ganz gut, das hat sogar zu einer 3- geführt. Allerdings, was uns stutzig macht, anderen... Schreiben Sie so, wie Sie es in Ihrer Arbeit auch geschrieben haben, André anstatt Anderen. Ne? Dann stellen wir fest, Einzigste, schreiben Sie da ebenfalls mit ST, Einzigste. Gleiche falsche Schreibweise. Und das Eklatanteste ist damit, damit ist ein kleines Wort, das schreibt man zusammen. Ne? Schön. Ich bin nicht Ihr Deutschlehrer, ich sage nur, das haben wir festgestellt. Das ist nämlich hier genauso geschrieben worden. Auseinander und mit groß. Nee, aber mit den gleichen Fehlern in 2 verschiedenen Schriftstücken. Und diese Nachricht, diese Drogen, haben wir auf dem Handy von der Frau Pütz gefunden. Ja, und was wollen Sie jetzt von mir? Ich will mich von Ihnen wissen, wo Sie heute Mittag gewesen sind. Ich war zu Hause, habe Computer gespielt. Sie haben Computer gespielt? Ja, spielen Sie regelmäßig Computer? Kennen Sie sich gut damit aus? Ich gehe ja nicht mehr zur Schule. Kennen Sie sich gut aus, ja, mit Computer? Dann wissen Sie auch offensichtlich, wie man übers Internet Nachrichten verschickt, indem man, also während man halt auch die Absender manipuliert. Könnte schon sein, aber ich habe nichts mit der Sache zu tun. Der Schriftvergleich ist... Nur ein Indiz. Für eine Verurteilung reicht das nicht. Da müssen schon einige Indizien hinzukommen. Aber die Fingerabdrücke, die sind ganz individuell. Jeder Mensch hat seine eigenen. Und wenn die auf einem Werkzeug, auf einer Tatwaffe oder in diesem Fall auf einem Megafon sichergestellt werden können und führen dazu, dass der Täter und die Abdrücke auf dem Gegenstand identisch sind, dann ist die Sache geschlossen. Dann haben wir einen Beweis. Wir haben hier Ihre Fingerabdrücke genommen. Und diese Fingerabdrücke vergleichen wir gleich mit dem Megafon, was wir sichergestellt haben, was offensichtlich auch die Tatwaffe gewesen ist. Dann tun Sie, was Sie nicht lassen können. Mir ist das scheißegal. Ist das alles, was Sie dazu sagen möchten? Ich sage Ihnen jetzt schon, dass diese Fingerabdrücke auf dem Megafon sind. Und dieses Megafon lag wenige Meter entfernt von der verletzten Person. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das reicht nicht. Warten Sie. Wenn ich untergehe, dann fragen Sie die Lydia. Ganz ruhig jetzt, ganz ruhig. Wen sollen wir fragen? Warte mal. Ganz ruhig. Ruhig bleiben. Sie können das verschlimmern oder vereinfachen. Entscheiden Sie sich für das Letztere. Also, was war jetzt mit, wie heißt die? Ich habe gesagt, wenn ich untergehe, dann reden Sie mit Lydia. Die kann Ihnen vielleicht mehr dazu sagen. Die Lydia? Ja. Was kann sie uns dazu erzählen? Dann fragen Sie die. Noch ist unklar, was die Schülerin mit der Tat zu tun hat. Vor ihrer Vernehmung lassen sich die Ermittler den Notruf der Lehrerin schicken. Sie hoffen darin, neue Hinweise auch auf die Mittäterschaft der Schülerin zu erhalten.
Mach nochmal den Anfang. Also von der Stimme her passt ja, das, deshalb, dass er das ist. Ne? Da konnte man ihn besser verstehen. Am Aber was sagt er? Dass die Finger von dem Mann, er ist immer verheiratet. Genau das war's. Nochmal von vorne. Hast du gerade auf dem Flur bemerkt, wie der Vater mit der Lehrerin umgegangen ist? Also ich war im Moment baff. Was hat er zu ihr gesagt? Nee, zu seiner Frau hat er gesagt. Ja. Guck dir die mal an, der spezielle Verletzung sieht ja doch klasse aus. Ne? Ja. Also in so einer Situation, wenn die Ehefrau daneben steht, das zu sagen. Und er war so betroffen, ne? Ich glaube, wir sollten mal wieder ein paar Fragen stellen. Die Ermittler müssen klären, in welchem Verhältnis die Lehrerin und der Vater der verletzten Schülerin zueinander stehen. Von ihr erhalten sie einen maßgeblichen Hinweis. Ich habe sie im Auto sehen. Küssen sehen, ich konnte es nicht anders. Ich habe Probleme in der Schule und er, nach dem Elternsprechtag, ist einfach mit ihr. Moment. Ich weiß nicht. Du hast jetzt die beiden im Auto küssen sehen. Und danach hast du was gemacht? Ich bin weggegangen. Und dann? Ich habe sie doch vom Elternsprechtag nach Hause gefahren. Sie wohnt doch bei uns um die Ecke. Ja, aber warum küsst du sie dann? Ich habe sie nicht geküsst. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe niemanden geküsst. Du lügst. Ich habe sie nach Hause gefahren. Ich wusste, dass du schon immer auf sie gestanden hast. Das stimmt doch gar nicht. Die Kripo-Kommissare stufen die Aussage der Schülerin als glaubhaft ein. Sie müssen ermitteln, was der Kuss mit dem Anschlag auf die Lehrerin zu tun hat. Ganz ruhig, ja, es stimmt. Der hat mich nach Hause gefahren, weil ich gerade um die Ecke gewohnt habe und gerade kein Auto hatte. Und es stimmt auch, er hat mich geküsst. Er hat mich geküsst, aber ich wollte das nicht. Ich habe ihn direkt zurückgestoßen. Hast du das nicht gesehen, Lydia? Nein, ich habe das nicht gesehen. Was sagen Sie dazu, Herr Bär? Ich wollte das nicht. Okay. Ey, ich habe es versucht, aber es war nicht so, wie es... Da ist nichts raus geworden. Du lügst, wie gedruckt. Weißt du das? Du kannst mir vertrauen, es ist nichts gewesen. Was ist dann passiert? Ja, und dann wollte ich halt das mit Timo klären, dass er das halt so... Aber ich wollte nicht, dass sie so verprügelt wird. Der hat das übertrieben. Ich wollte das echt nicht. Was haben Sie ihm denn gesagt? Was haben Sie ihm gesagt? Was soll er machen? Da soll die einfach nur Angst machen, mehr nicht. Angst machen? Ja. Und was ist dann passiert in der Turnhalle? Ja, ich habe den angesprochen, warum das so passiert ist. Und hat er mir einfach auf den Kopf gehauen. Ich weiß es nicht. Der hat es übertrieben. Ich wollte das wirklich nicht. Bei unserem Ex-Schüler hier haben wir die gefährliche Körperverletzung in 2 Fällen. Und bei der Schülerin, selbst wenn sie hinterher zum Opfer geworden ist, haben wir die Anstiftung zu einer Straftat. Die sind beide unter 18 Jahre alt. Das heißt, hier greift das Jugendgericht. Und die werden dann letztendlich entscheiden, wie hoch das Strafmaß hier ist. Ich wünsche Ihnen erstmal eine gute Besserung. Wir werden uns dann wahrscheinlich noch mal bei Ihnen melden. Ja, ist gut. Wir brauchen Frau Kitt, Sie sind dann jetzt erstmal entlassen. Und Sie kommen am besten mal mit uns. Der Täter wird wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung angeklagt. Die Schülerin erhält eine Strafanzeige wegen Anstiftung zur Körperverletzung.